Ich bin in Österreich geboren, in Linz an der Donau. Meine Lehre gemacht als Kfz-Mechaniker und bin anschließend nach Hamburg raus. Eben mit meiner Frau. Und die letzten Jahre war ich auf der Shell als Werkstattleiter. Wie üblich bin ich morgens aufgestanden und in die Stadt gefahren, Kaffee trinken mit meinen Kollegen und Kolleginnen. Ja, und um 11 hat sich das aufgelöst und bin nach Hause gefahren. Und ich weiß noch, bin bis zur Ampel gefahren. Ich bin bei Grün ja weggefahren. Ich bin ja Schritttempo gefahren, ich bin ja nicht schnell gefahren. Ja, und seitdem weiß ich nichts mehr. Angeblich ging die Fahrertür nicht auf. Vielleicht, ich weiß nicht, wie ich geflogen bin drin, dass ich den Knopf runtergedrückt habe, weil sie mussten mir aus dem Kofferraum rausholen. Und der war noch ziemlich jung, 22, glaube ich. Und dass der OP-Arzt sie zu Hause noch angerufen hat und hat sie nur mal bedankt, dass sie alles richtig gemacht hat. Ich kenne sie nicht. Ich würde ihr sagen, dass sie riesige Courage gehabt hat, überhaupt ins Auto reinzukrabbeln, von hinten, vom Kofferraum rein, mich rauszuholen. Und da bin ich ihr natürlich herzlich dankbar für alles. Ich bin froh, dass ich wieder am Leben bin und ja, meine Zeitung lesen kann. Und das, ich würde sie gerne kennenlernen, aber na gut. Ich würde mich tausendmal bedanken bei ihr. Das geht's gar nicht, dass sie mir das Leben gerettet hat.